Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Tastenmusik. Wir sind hier in Uttrum, in Ostfriesland, im Westen von Ostfriesland. Und hier gibt es eine ganz besondere Orgel, die im Jahre 2021 von der Stiftung Orgelklang als Orgel des Jahres ausgezeichnet wurde. Davor, im Jahre 2020, wurde sie komplett restauriert, ausgebaut, in die Werkstatt der Firma Arendt hier in Leer in Ostfriesland verbracht und ausführlich restauriert. Die Kirchengemeinde hier in Uttrum hat mir die Möglichkeit gegeben, über diese Orgel ein Video zu machen, beziehungsweise ein Video aus mehreren Teilen. Und in diesem Teil heute wird es um die Orgel im Speziellen und ihre ganz vorzüglichen Register gehen. Die werde ich einzeln vorstellen und mit kleinen Klangbeispielen, mit kleinen Tonbeispielen Ihnen präsentieren. Die weiteren Videos, die sich anschließen, da wird es dann um Literaturstücke gehen, die sich auf dieser Orgel ganz besonders gut darstellen lassen. Mit jeweils auch kleinen Einführungen dazu. Zunächst ein Blick auf die Kirche hier in Uttrum. Sie stammt im Wesentlichen noch aus dem 13. Jahrhundert und die Ausstattung hier im Innenraum zum Teil aus dem 16. Jahrhundert. Die Kanzel ebenso wie ein Schulstein im Chorraum aus dem Jahre 1580. Die Presbyterbank, also das heißt der Ort, wo während des Gottesdienstes der Kirchenrat, der Kirchenvorstand gesessen hat oder vielleicht auch heute noch sitzt, von 1584 und eine Abendmahlstafel mit den Einsetzungsworten aus dem Jahre 1588. Außerdem gibt es Belege über einen Prediger Nikolaus aus dem Jahr 1584, der Ludi Magister, also Schulmeister, in Uttrum und in dieser Funktion auch Organist und Pastor gewesen sein soll. Und wo ein Organist ist, kann eine Orgel nicht weit sein. Das Gehäuse, das wurde etwa um 1660 durch einen unbekannten Orgelbauer unter Verwendung älteren Pfeifenmaterials erbaut. Und auf dieses ältere Pfeifenmaterial, da werde ich später noch ausführlich eingehen. Und das ist das eigentlich Besondere an dieser Orgel. Man muss bedenken, dass diese Uttrumer Kirche eine Propsteikirche war. Also in der Stadt würde man sagen, eine Hauptkirche war. Und somit erscheint es zumindest möglich, dass es auch schon vor den 1580er Jahren hier eine Orgel gegeben hat. Und hier kommt die Orgelbauerfamilie Slegel aus den Niederlanden ins Spiel. Diese hatte schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts hier in Ostfriesland Orgeln gebaut. Wo genau, weiß man leider nicht. Möglicherweise stammt diese Orgel auch aus dem nahe von Uttrum gelegenen Kloster Sielmönken, das kurz nach der Reformation aufgegeben und daraufhin die Orgel hier nach Uttrum verbracht wurde. Ein Blick auf den Prospekt lässt einige Besonderheiten erkennen. Der trapezförmige Bassturm in der Mitte zeigt deutlich Einflüsse des Groninger Orgelstils. Die beiden tiefsten Pfeifen sind nebeneinander angeordnet und die vergoldeten Labien aller Prospektpfeifen weisen gotische, sogenannte Eselsrückenformen auf. Flammenornamente umspielen die Zwischenräume zwischen den Pfeifenfüßen und eine besonders hohe Flamme betont die ungewöhnliche Anordnung der beiden Mittelpfeifen. Die Laubsägeornamente über den Pfeifen sind zeittypisch, aber die etwas arg wuchernden Ornamente seitlich des ungewöhnlich hoch aufragenden Bassturmes sind aus späterer Zeit. Sehr auffällig ist der oben auf dem Gehäuse angebrachte Hahn, der wahrscheinlich auf eine Stiftung der adligen Familie von Hahne hinweist. Die hatte hier in der Gegend von Uttrum großzügige Besitzungen. Die Flügeltüren stammen von 1716, wie ein kleines Detail auf der Rückseite verrät. Auf einem Foto von 1924 sind diese Flügeltüren mit Pfeifen, also mit sogenannter Imitationsmalerei, bemalt, die suggerieren sollen, die Orgel sei wesentlich größer. Haben Sie sich mal gefragt, warum es überhaupt Flügeltüren an Orgeln gibt? Gibt es einen Grund, der über das reine Ornament solch einer Flügeltür hinausgeht? Ja, gibt es. Sie wurden nämlich während der Fastenzeit geschlossen, da in dieser Zeit ja keine Orgelmusik bzw. gar keine Musik in der Kirche erklingen sollte. Allgegenwärtig ist auch der Engel, der über dem Spieltisch angebracht ist.
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich der mehr als 6 Jahrzehnte in Uttum tätige Organist Matthias Ennen als Ludi Magister verewigen lassen. Der Titel Uttum, eine europäische Orgel. Wie komme ich auf die verwegene Idee, eine Orgel mit 9 Registern, einem Manual ohne Pedal in einem 500-Seelendorf in Ostfriesland als europäische Orgel zu bezeichnen? Eine provokante Frage bzw. Behauptung, das gebe ich zu. Wenn man die allgemein anerkannte, allgemeingültige Meinung vertritt, im Orgelbau haben sich doch nationale Stile herausgebildet, die wenig bis überhaupt keine Schnittmengen hätten. Und wer kennt nicht als Organist das Gefühl, an einer in Anführungsstrichen falschen Orgel zu sitzen? Also wenn Sie einmal versucht haben, ein Präludium von Buxtehude an einer italienischen Barockorgel zu spielen oder irgendein Stück eines französischen Komponisten wie François Couperin oder Louis Marchand oder Nicolas de Grigny an einer norddeutschen Barockorgel zu versuchen, dann wird das im besten Falle unbefriedigend ausgegangen sein. Und diese Beispiele wären unzählige, gibt es unzählige mehr. Im besten Falle ist es ein schlechter Kompromiss. Und Musik und Kunst hat meiner Meinung nach nichts zu tun mit dem Wort Kompromiss. Und je weniger Kompromisse man machen muss, desto besser eigentlich. Bevor das jetzt hier zu philosophisch wird, die Frage noch einmal, gibt es überhaupt eine europäische Orgel? Und wenn ja, was unterscheidet sie vielleicht von Orgeln, die einem ganz bestimmten Typus zuzuordnen sind? Wer jetzt gut zugehört hat, dem wird vielleicht ein ganz bestimmtes Wort aufgefallen sein, nämlich herausgebildet. Also die nationalen Orgelbaustile haben sich grob gesagt ab Ende des 16. Jahrhunderts und dann im Verlaufe des 17. Jahrhunderts individualisiert, ich könnte auch sagen stark ausdifferenziert. Das ist eine etwas grobe und auch pauschale Aussage, deren Grundannahme aber durchaus richtig ist. Erlauben Sie mir einen kurzen Blick ins 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert gab es ja im musikalischen Bereich noch keine voll ausgeprägten Nationalstile. Im Gegensatz dann zum 17. Jahrhundert. Also denken Sie an Lully, den französischen Komponisten schlechthin, und Hofkomponist bei Ludwig dem 14. in Versailles. Und auf der anderen Seite Arcangelo Corelli, den römischen Geiger, dem italienischen Komponisten schlechthin par excellence, von dem man ja sagt, er könne überhaupt gar keine französische Musik spielen. Also krasser können die Gegensätze eigentlich nicht sein. Im 16. Jahrhundert war allerdings die franco-flämische Vokalpolyphonie der alles beherrschende Maßstab. Und nicht nur im 16., sondern auch schon im 15. Jahrhundert. Eine eigenständige Instrumentalmusik, ich formuliere es mal vorsichtig, steckte noch in den Kinderschuhen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die politische Lage dieser Zeit. Der, ich darf ihn so bezeichnen, europäische Kaiser, Karl V., beherrschte bis 1556 weite Teile Europas. Spanien, die Niederlande, Flandern, Luxemburg, Deutschland, Österreich-Ungarn, Teile Italiens, Neapel, Genua, alles kleine Königreiche, Sizilien und dann natürlich nicht zu vergessen die Überseekolonien in Amerika. Und zwischen diesen einzelnen Teilen seines Reiches gab es einen regen kulturellen Austausch. Nur ganz kurz 2 Jahreszahlen, die für diese Zeit prägend und bestimmend waren. Einmal 1492, Kolumbus entdeckt Amerika und damit den Eintritt, man kann es wirklich so sagen, in eine neue Welt. Und 1517, na klar, Martin Luther und seine 95 Thesen und der Beginn der Reformation. Eine wahrlich spannende Zeit. Denken Sie an Figuren wie Jakob Fugger, den Bankier Europas, der quasi alle Königshäuser mit Geld ja beliefert hat, kann man fast so ausdrücken. Dann Albrecht Dürer, den Maler, Michelangelo, Da Vinci und so weiter, wie sie alle heißen.
Und der niederländische Orgelbau war führend in ganz Europa. Und nicht nur der Orgelbau, sondern denken Sie auch an die Familie Ruckers in Antwerpen mit ihrer Cembalo-Manufaktur und ihrem weltweiten Handel mit Cembali. Kommen wir jetzt zu dieser ganz speziellen Orgel. Und als erstes Register möchte ich Ihnen das Grundregister vorstellen, nämlich den Prestant 8 Fuß. Ein sehr singender Prinzipal, der aus Bleipfeifen besteht. Und diese Bleipfeifen, die bedingen einen sehr dunklen Klang. Er steht mit allen klingenden Pfeifen im Prospekt. Und diese Besonderheit der Bleipfeifen ist, dass sie eine ausgesprochen konsonantische Ansprache am Ton beginnen und eine Differenzierung der Vokalfärbung von Ton zu Ton, also das, was wir in der Sprache als Abwechslung zwischen Konsonanten und Vokalen haben. Diese Differenzierung der Vokalfärbung, da gibt es einen Fachterminus dafür, der kommt aus der Physik, das ist die Formantbildung. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, wer sich damit beschäftigen möchte, kann das gerne tun. Was man hören kann, wenn man diesen Prinzipal, diesen Prestant hört, dann ist es fast so etwas wie eine abstrakte Sprache. Die Entsprechung findet man in der gesungenen Polyphonie des 15. und 16. Jahrhunderts, der ja schon angesprochenen franco-flämischen Vokalpolyphonie. Mit ihrer ständigen Überlagerung von unterschiedlichen Vokalen entsprechend den Silben des Textes. Damit Sie von dieser vokalen Qualität des Prinzipals einen ersten Eindruck bekommen können, ein Hit, ein absoluter Schlager der damaligen Zeit, von dem Komponisten schlechthin, nämlich das Chanson Mille Regrets von Josquin des Prez, dem Superstar der damaligen Komponisten. Wenn man von dem Komponisten der damaligen Zeit sprach, dann meinte man Josquin. Und zwar werde ich nichts anderes tun, als das, was damals die übliche Praxis von Organisten war, nämlich Vokalmusik auf die Orgel zu adaptieren. Ich werde also einfach aus der Partitur die einzelnen Stimmen spielen, als vierstimmigen Satz, die sogenannte Intabulierung.
eine viel schnellere Ansprache, Tonansprache als der Prestant haben sowohl die Quintadena 8 Fuß als auch der Gedakt 8 Fuß und sind deshalb für virtuoses Figurenwerk als Basis sehr geeignet. Insbesondere die Kombination Quintadena 8 plus Oktave 4, das ist ein sehr elegant klingendes Register, sind für cembalistische Figurationen ideal geeignet. Das werde ich Ihnen demonstrieren an einer Almanda Bruns Medelein. Das ist eine Melodie flämischen Ursprungs, die in Europa weit verbreitet war und sogar der berühmte italienische Petersdom-Organist Girolamo Frescobaldi hat ein Werk über diese Almanda geschrieben, nämlich das Capriccio sopra la bassa fiamenga. Und es gibt eine Fassung aus dem Klavierbuch der Susanne van Solt und das Besondere an dieser Fassung ist, dass es sowohl eine Version im Vierertakt, also im geraden Takt gibt, und eine im Dreiertakt. Die Version im Vierertakt, die werden Sie mit Gedakt 8 und Oktave 4 hören und die Version im Dreiertakt mit Quintadena und Oktave 4. Das nächste Register ist ein bisschen ein spezielles Register. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin zwar kein Orgelbauer, ich versuche Ihnen aber ein spezielles orgelbautechnisches Problem ein bisschen näher zu bringen. Normalerweise ist es so, dass jedes Pfeifenregister eine stets gleichbleibende Mensur, das heißt ein konstantes Verhältnis von Länge und Durchmesser aufweist. Mit dem Ergebnis, dass alle Pfeifen eines Registers den gleichen ausgeglichenen, möglichst homogenen Klangcharakter haben. Also von der tiefen Lage über die mittlere in die hohe Lage möglichst gleichmäßig klingt. Ein Phänomen davon ist, dass jetzt zum Beispiel eine enge Mensur einen eher streicherartigen Klang ergibt und eine weite Mensur einen flötenartigen. In mittelalterlichen Orgeln hingegen hatten alle Pfeifen den gleichen Durchmesser. Also hatten alle die gleiche Weite, egal ob unten, in der Mitte oder oben. Und dieser Durchmesser, der wurde sogar in Naturalien angegeben, nämlich der Durchmesser einer Pfeife sollte so etwa die Größe eines Hühnereis haben. Ich blende Ihnen jetzt ein Bild ein, ein berühmtes Bild, nämlich das Bild, das kennen Sie vielleicht alle, es stammt vom Genter Altar der Gebrüder van Eyck etwa aus der Zeit um 1433. Und auf dieser Darstellung kann man dieses Phänomen dieser gleich breiten Pfeifen sehr gut erkennen. Sie sehen von unten bis oben, die Breite der Pfeifen ist nahezu gleich. Der gleiche Durchmesser aller Pfeifen bewirkte jetzt, dass die Mensur, also das Verhältnis von Länge zu Durchmesser, sich schrittweise von einer sehr engen in der Tiefenlage zu einer sehr weiten veränderte. Dementsprechend sich also der Klangcharakter von einem eher streicherartig klingenden in der Tiefe, einem prinzipaligen in der Mittellage zu einem Flötenton in der Höhe verwandelte.
Und genau dieses Phänomen sehen wir hier bei der Oktav 2 in Utum. Es handelt sich eigentlich um eine Flöte Zweifuß mit weiten Mensuren im Diskant und engen Mensuren im Bass. Durch die weite Mensur verträgt sich dieser Zweifußchor übrigens nicht besonders gut mit dem Prinzipalplenum. Aber dazu komme ich später. Auf der anderen Seite wiederum ist die Oktav 2 wunderbar auch solistisch zu gebrauchen. Kos kolo odosa. Was ich höre, ist, was ich höre. In unserer Sprache übersetzt, man hört nur das, was man hören will. Eine anonym überlieferte Melodie aus dem 16. Jahrhundert, aus dem spanischen Raum. Das nächste Register, das ist einmalig. Das ist vielleicht die ältest erhaltene Trompete überhaupt. Sie ist gebaut in altniederländischer Bauweise mit Bleiköpfen, offenen Kehlen und stark konischen Bechern und ergibt einen sehr farbigen, bläserischen Klang, wie ein Trompetenensemble eigentlich. Dafür gibt es zwei Anwendungsmöglichkeiten. Sie ist auf der einen Seite wunderbar geeignet für polyphone Sätze, wie zum Beispiel den Tenorsätzen der Genfer Psalmmelodien von Claude Goudimel. 1565 veröffentlicht, und zwar im einfachen Note-gegen-Note-Satz, dem sogenannten Contrapunctus simplex, mit Cantus firmus im Tenor, deshalb Tenorsätze. Diese Sätze, im Original natürlich in Französisch, wurden schon 1573 durch Ambrosius Lobwasser ins Deutsche übersetzt und fanden in dieser Form Eingang in den reformierten Gottesdienst. So auch natürlich hier in Utum in die reformierte Gemeinde. Und ich werde Ihnen jetzt einen dieser Tenorsätze vorspielen, aber nicht irgendeinen, sondern den zu Psalm 113. Aber warum jetzt gerade den zu Psalm 113? Das hat mit Karl V., dem europäischen Kaiser, zu tun. Der hatte einen Wahlspruch. As solis ortu, usque ad ocasum, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gemeint ist natürlich die Ausdehnung seines Reiches, das also von der einen Seite von Österreich-Ungarn auf der anderen Seite bis in die Kolonien Amerikas reichte und deswegen sagte man, in seinem Reich ginge also die Sonne eigentlich nie unter. Und dieser Spruch, a solis ortu, usque ad ocasum, ist ein Vers aus Psalm 113. Die Trompete hat noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit, die hebe ich mir aber für später auf. Das nächste Register ist die Mixtur, also die sogenannte Klangkrone. Wir haben es mit einer weit mensurierten Mixtur in relativ tief liegender Zusammensetzung und dadurch ziemlich mildem, aber doch brillantem Klang zu tun. Solch eine Mixtur ist vor allen Dingen für polyphones Spiel und nicht für den Gemeindegesang konzipiert.
was ein weiterer Beleg für eine sehr frühe Entstehungszeit dieser Orgel ist. Bemerkenswerterweise gibt es im benachbarten Dorf Westerhusen eine Orgel von etwa 1640 mit einer ganz anderen Mixtur. Durch hochliegende, eng mensurierte Chöre entsteht ein durchdringender und mehr homophon orientierter Klang. Er eignet sich sehr gut zum Begleiten des Gemeindegesangs, und es ist sicher kein Zufall, dass dieses Begleiten der Gemeinde durch die Orgel zur Erbauungszeit der Orgel in Westerhusen, also 1640, in Ostfriesland erstmalig belegt ist. Wie klingt jetzt aber solch eine polyphone Mixtur im Plenum, also im vollen Werk der Orgel? Zunächst entspricht der Aufbau des Plenums hier in Uttum dem alten niederländischen Modell des 16. Jahrhunderts. Prestant, Oktave und Mixtur oder Mixturen. Ganz ähnlich wie in Zwillingsorgel in der Oude Kerk in Amsterdam oder auch in der Lüneburger St. Johanneskirche. Die Oktav 2, diese weit mensurierte Flöte eigentlich, verträgt sich übrigens wegen dieser weiten Mensuren nicht sehr gut mit dem Prinzipalplenum. Dagegen erweitert die Quintadena 16 Fuß, die viel gröber, erdiger und robuster intoniert ist als ihre Schwester, die Quintadena 8 Fuß, das Plenum in die 16 Fußlage und sorgt für ein erstaunlich gravitätisches Prinzipalplenum. Hoppla, was war das denn? Französische Musik in Ostfriesland? Guillaume Gabriel Nivert, aus seinem Premier Livret von 1665 ein Prälude. Nivert war Organist der Pariser Kirche Saint-Sulpice und natürlich auch einer der vier Organisten der Chapelle Royale in Versailles. Die Puristen sind erschreckt, aber der klassisch-französische Orgeltyp hat sich im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert aus der altniederländischen Orgel entwickelt, deren Urform wir ja hier in Uttum vorfinden. Und es geht noch weiter. Dieser französische Orgeltyp ist ja bekanntermaßen gekennzeichnet durch den Gegensatz von plein jeu, also dem Prinzipalplenum ohne Terzchöre, das, was Sie gerade eben gehört haben, und dem sogenannten grand jeu, also Zungenstimmen in Kombination mit weitmensurierten Quint-, Oktav- und Terzchören. Diese beiden Plenumformen finden wir tatsächlich auch hier in Uttum an dieser Orgel. Bei der Vorstellung der Trompete hatte ich ja schon angedeutet, dass sie noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit hat. Und genau hier finden wir sie, nämlich als Basis dieses Grand Jeu. Dazu kommen die beiden Oktavregister 4 und 2 Fuß, die Oktave 2, ja ein sehr weit mensuriertes Register, sowie die Sesquialtera, die eine verhältnismäßig weit mensurierte Terzmixtur ist. Also Trompete, Oktav 4, Oktav 2 und die Terzmixtur.
Also Zungenstimmen in Kombination mit weit mensurierten Quint-, Oktav- und Terzchören. Erstaunlicherweise finden wir hier tatsächlich in der einmanualigen Disposition mit 9 Registern von Uttum bereits beide Formen, das Prinzipalplenum, Prestant-Oktav-Mixtur und das Zungenplenum, Trompete, Oktav 4, Oktav 2 und Sesquialtera ausgebildet. Das gemeinsame Register beider Plenumformen ist die Oktave 4, die einen gleichzeitig prinzipaligen und flötigen Klangcharakter hatte. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich und klar geworden, dass wir es hier mit einer besonderen, einer zu Recht europäischen Orgel zu tun haben. Und in den folgenden Videos, die sich jetzt anschließen, wird natürlich dieser europäische Gedanke noch einmal im Mittelpunkt stehen. Es gibt unterschiedliche Werke aus unterschiedlichen Ländern mit eben unterschiedlichen Klangmöglichkeiten, alles das, was man hier in Uttum machen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder hier auf diesem Kanal begrüßen darf. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter, Ihr und Euer Fritz Siebert.